Aber nächstes Jahr kannst du das ja du machen. Wird dir sowas liegen, glaubst Nein. Also. Nein, weil ich jetzt aber früher die Leute schon ärgern kann, weißt du? Findest du ärgerlich, die Leute? Ja. Es ist ein bisschen Zeit vergangen und hab mich doch entschlossen, dass ich einmal schaue, was unsere Spieler so am freien Nachmittag so machen. Der Can war ja jetzt ein bisschen angeschlagen. Und ja, wie schaut es da jetzt aus für unsere Fans, dass du ein Update ein kleines gibst? Ja, also ich bin wieder fit. Ich werde schauen, dass ich morgen beim Mannschaftstraining wieder reinstarte. Dann würde ich sagen, gehen wir zu meinen Zimmerkollegen rein. Ja, natürlich wieder mal beim Essen erwischt. Marvin ja, Martins. Den nehme ich noch. Ah, ich glaube, wenn man sehen kann. Merhaba. Ich habe da ein bisschen was gelernt, oder? Danke. Das ist Gülle. Das ist Gülle, glaube ich, oder? Wie ist es dann? Jetzt habe ich das schon 100 Mal gesagt. Das ist Gülle. Gülle. Ja, es ist fast dasselbe. Ich hoffe, die Aussprache ist in Ordnung. Bitte, was heißt bitte? Wie bitte? Ja, einen Tee bitte. Das habe ich da erklärt. Ja, das weiß ich nicht mehr. Bier, Chai, Lütfen. Ja, sehr gut, Marvin. Das habe ich noch im Kopf. Dann habe ich noch Gülle, Gülle. Das sage ich gerne, Gülle, Gülle. Gülle, das, Gülle, genau. Ja, das heißt was? Wiedersehen. Also. Wiedersehen oder Ciao. Ja. Und Merhaba. Ja, und eins haben wir noch. Was haben wir noch? Guten Morgen. Na, das weiß ich nicht. Das habe ich schon vergessen. Ey, das sind so viele Wörter. Günjaden. Ist es Günjaden? Du weißt es selber nicht. Günjaden, glaube ich. Günjaden. Genau. Ja, das sind schon manche Wörter. Sag uns ein bisschen was so, wie jetzt deine Zeit war bei der Austria. Ja, sehr gut. Aber leider war ich 5 Monate verletzt. Das gehört leider zum Fußball dabei. Aber ja, ich habe sehr viele Freunde jetzt gemacht. Ich bin meistens mit dem Mandy. Er ist auch fast mein Nachbar. Mit wem sonst? Deswegen bin ich dann oft mit ihm. Aber alle Spieler sind wirklich genial und wir verstehen uns sehr gut. Ja, mit dem Türkisch lernen, glaube ich, war gar nicht so schlecht. Jetzt bin ich gespannt. Normal auch ein Tipp, dass er auch schläft, aber. Oh. Ich schaue jetzt eine Serie, heißt For Life auf Netflix. Okay. Ja, schon gut. Schon gut. Ja, schon okay. Was sagst du zum Trainingslager im Moment? Oh, sehr schön. Gute Stimmung im Team und gute Leistung auf Platz, gutes Spiel gestern. Okay. Und ja, ist gut. Warst du zufrieden mit deiner Leistung gestern? Ja, kann okay, aber ich glaube, wird besser, wenn ich vielleicht ein Tor gemacht habe. Aber war gut. Wir gehen in die gute Richtung. Wo ist denn dein Zimmerpartner? Lukas ist da rein und ich glaube, er schlaft jetzt. Kommt das, glaube ich, gut an? Ich glaube nicht. Ja, Luki ist da sehr zwider, oder? Wenn wir da jetzt reinschauen. Aber wir waren ja nicht die rasenden Reporter, wenn wir es nicht machen würden. Also. Gehen wir es an. Oh, ist gar nicht hier. Wo ist er? Ist er gar nicht hier? Ja. Ich glaube, ich war weg, weil ich schlafen war. Schau, da unten liegt er. Ja, natürlich. Ja, guten Morgen. Ja. Guten Hey, sagst du ja? Ja, er hat die wieder verraten. Ja, ich hab's gehört. Ja. Lass mich schlafen. Er hat die verraten. Bruder, was laberst du? Ich hab gesagt, du musst ihn nicht schlafen. Schau, Luki. Ich hab gesagt, mach auf. Alter. Hey, ganz einfach. Ich war nicht einmal da reingekommen, weil ich nicht gewusst hab, dass du in dem Zimmer bist. Aber der Noah hat gesagt, dass du da jetzt schlafst und jetzt müssen wir natürlich vorbeischauen. Wie ist denn so mit dem Noah im Zimmer? Es gibt Höhen und Tiefen, muss ich sagen. Also, wenn er Netflix schaut und eine Playstation oder was, wenn er was macht, ist okay, aber sonst haben wir unsere Schwierigkeiten, da müssen wir noch ein bisschen erzeugen, den Burschen, aber kriegen wir auch noch hin, aber ja, ist schon größtenteils in Ordnung. Es hört sich ganz gut an, aber weil du sagst Höhen und Tiefen, was sind leicht eher die Tiefen?
Ja, so in der Pappbenutzung und so weiter, merkt man halt noch, das ist ein 19-jähriger Bub, der hat noch keine Freundin nicht, der ist noch allein in der Wohnung, das merkt man halt, dass er da noch nicht auf die anderen Rücksicht gibt, aber ja, da gehöre ich da nie dazu, da muss ich mal sagen, wo der Badler muss halt und ja. Dann hat, glaube ich, kriegen wir jetzt hier, dass er da jetzt einmal das Bad sauber verlässt. Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig für seine Zukunft, wenn es du da mal gescheitert siehst. Naja, weißt du, wenn er eine Freundin hat, dann muss er jetzt einmal schauen, dass er da gescheit sauber ist. So ist es. Weil sonst haut er ihm den nach einer Woche wieder ab und dann ja, ist er wieder allein daheim. Ah ja, Luki, danke für deine ehrlichen Antworten. Nur kurz, wie bist du da bald zufrieden im Trainingslager? Seriöse Antwort bitte. Ja, eh super. Platz ist super, glaube ich. Trainingsbedingungen sind gut. Gutes Testspiel jetzt gestern gemacht und ja, jetzt schauen wir, dass wir am Freitag noch ein gutes Spiel hinhauen und dann glaube ich, war es eine gute Woche und dann können wir in die nächste Woche gut reinstarten dann, und dass wir gegen Altach dann auf alle Fälle gut vorbereitet haben. So, jetzt ist gute Antwort. Bravo, Luki. Und gute Nacht. Gute Nacht. Sagen wir. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. So, Noah. Ciao. Die lassen wir auch. Ja, Leute, die weh. Holdi. Wie bist du dabei so zufrieden mit dem Trainingslager? Ich bin zufrieden, also taugt mir voll. Taugst du? Alles gut, ja. Jetzt waren wir gerade im Hammam. Schon ist denn die? Wo was? Im Hammam. Türkische Massage mit Wasserreinigung und dann massiert worden. Und jetzt haben wir sehr einen guten Fruchtcocktail gekauft. Der Holdi, der hat so eine super Leistung dabei geleistet. Muss man mal. Hat er sich verdient. Das stimmt auf jeden Fall. Bravo, Holdi. Also Holdi muss man echt den Hut ziehen, auch von der gesamten medizinischen Abteilung. Aber der Holdi ist ja unser Chef. Oh, Stolzi, der Nächste. Masseur im Bunde. Auch gerade geschlafen? Ein bisschen. Ja, zu Recht. Ist ja 24-7 am Arbeiten. Kann man sagen, ja, ungefähr. Ja. Ganz motiviert schaut der Stolzi noch nicht aus, aber... Ich glaube, das wird jetzt wieder besser. Absolut. Jetzt werde ich mit Roberto, mit einem Physiotherapeuten, in die Kraftkammer gehen. Und dann holen wir uns wieder ein bisschen neue Energie. Stell dir mal bitte den Fans vor. Hallo, ich bin der Flo. Ich bin 18 Jahre alt und bin das erste Mal dabei beim Trainingslager. Hey, 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 wo geht's denn hin? Stehen bleiben da! Hallo, ich bin der Kleikadara, bin 19 Jahre alt. Und freue mich jetzt hier zu sein. Hoffentlich, dass ich öfter bei der Kampfmannschaft mittrainieren darf und vielleicht auch meine Spiele spielen darf und einfach versuchen, ob es bei den Young Violets oder oben ist, einfach der Mannschaft zu helfen. Ja, Romeo, stell dich du kurz noch vor. Ja, ich bin der Romeo Vucic, ich bin 18 Jahre alt und Mittelstürmer bei der Austria. Romeo, glaube ich, haben die meisten eh schon gesehen im Spiel auswärts damals gegen SK Klagenfurt. Hat eine ganz gute Figur schon abgegeben. Was sind deine Ziele so? Ja, natürlich, dass wir als Team im oberen Playoff wieder landen und dass ich so viel wie möglich mitnehme da oben, so viel Erfahrung und ja, das wäre super. Guten Morgen! Hey! Hey! Weißt du, gell? Du hast das Gleiche gemacht bei mir im Sommer. Und ich war so gutmütig, dass ich dich reingelassen habe. Also, nur ein kurzes Wort. Ah, rammst du noch zusammen. So, sehr gut. Danke. Guck mal, einer. Hallo, Daigo. Servus. Ist das dein Bett da? Ich habe ein paar Betten. Ein paar? Je nachdem, wie es mir geht. Was ist das Glücksbett? Ja, okay. Dann schauen wir du. du hast mir ja... Quasi, ich bin ja der Nachfolger von dir. Ja, das stimmt. Kannst du mir da irgendwelche Tipps noch geben? Du selber bleiben. Nicht zu viel Blödsinn reden. Schwierig. Wie geht's dir jetzt so eigentlich? Weil du warst ja ein bisschen kränklich und angeschlagen. Ja, nein, besser. Jetzt komm ich immer mehr wieder zurück und freue mich, dass ich wieder mit euch mal trainieren darf. Weil sonst ist es ein bisschen sinnlos, muss ich sagen. Oh, grüß Gott. Der Mr. Manchester United ist hier. Ja, ja. Kurze, weil wir gerade da dabei waren, was ist da an dem Gerücht dran? Alles Gerüchteküche, oder? Keine Medien, oder? Ja, schweigt natürlich, ist eh klar. Ja, was soll ich mehr dazu sagen?
Wo ist denn dein Zimmer, Kollege? Er schläft gerade. Ja, dann komm. Geh mal um. Komm, geh mit. Erik, komm. Das wird dich genau immer tot erwischen, ha? Nein, ich sag nichts, weil, nein, ich muss nicht jedes Jahr drin sein. Aber authentisch, wie er ist, oder? Das ist herrlich, Patrick. Also bleibst jetzt liegen und willst gar nichts beantworten. Weil ich hätte schon ein paar Fragen an dich. Nein, du bist echt cool, aber wegen dem Philipp mache ich es nicht. Wer immer mich nimmt. Wieso genau die? Ich weiß nicht, er nimmt mich seit 5 Jahren dran. Ja, weil du einfach eine Legende bist, wahrscheinlich wegen dem. Oder ein geiler Typ. Muss der anfragen hinter der Kamera. Nur kurze Frage, wegen dem ich eigentlich da bin. Was können sie die Fans von dir erwarten bezüglich Verlängerung? Oder gibt es da noch keine Entscheidung?